Hallo und herzlich willkommen in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Heute möchten wir Ihnen gerne diese außergewöhnliche Villa aus dem Jahre 1994 vorstellen. Sie befindet sich auf der idyllischen Anhöhe des Dambachtals in naher Lage zum Neroberg und bietet auf 640 Quadratmetern höchsten Wohnkomfort. Wir beginnen unsere Führung durch das 1000 Quadratmeter umfassende Grundstück im Japanischen Garten. Diese angelegte Oase der Ruhe bietet neben den asiatischen Zierpflanzen und Bäumen einen Koi-Karpfenteich mit Steinbrücke und Miniaturwasserfall. Für eine ungestörte Privatsphäre sorgt ein Blickfang aus Bambussträuchern. Symbolisch geleiten wir Sie nun vom Japanischen Garten durch eine indische Tempeltür hinein und setzen unseren Rundgang im Souterrain fort. Hier finden Sie 6 Räume auf 150 Quadratmetern. Der Wellnessbereich und ein Gästezimmer haben direkten Zugang zum Japanischen Garten. Im Wellnessbereich haben Sie die Qual der Wahl. Entweder im Fitnessraum leiden, im 50 Quadratmeter großen Pool treiben oder doch lieber in der gemütlichen Sauna den Alltag vergessen. Gleich nebenan können Sie in orientalisch angehauchter Atmosphäre im Anschluss an Ihr Wellnesserlebnis mit Ihrer Lieblingsmusik entspannen. Kommen wir nun zum lichtdurchfluteten Erdgeschoss, das 5 Zimmer und einen Abstellraum auf 150 Quadratmetern beherbergt. Von der Diele aus gelangen Sie vorbei am kleinen Bonsai-Garten direkt ins offen gestaltete Wohnzimmer. Die Küche ist vergleichsweise platzsparend ausgefallen, verfügt aber dennoch über eine separate Essecke sowie alle nötigen Geräte zum Kreieren kulinarischer Leckerbissen, die im angrenzenden opulenten Esszimmer genossen werden können. Der offene Wohnbereich ist großzügig mit vielen Glassegmenten gestaltet. Über die Terrasse gelangt man direkt in den Garten. Als Musikliebhaber können Sie zwischen den Klängen der hauseigenen Orgel oder des Flügels im Nachbarraum wählen. In der kalten Jahreszeit können Sie die Abende in gemütlicher Runde vor dem Kamin verbringen. Ein absolutes Highlight ist das Atrium mit einem großzügigen Glasdach. Begleiten Sie uns nun ins erste Stockwerk. Die um die Galerie angeordneten 6 Zimmer sind auf 124 Quadratmetern verteilt. Der Elterntrakt mit separater Terrasse und kleinem Teich besteht aus Schlafzimmer, Ankleide und Badezimmer. Beim Blick in die Bäder fallen sofort die außergewöhnlichen Kacheln des Ausnahmekünstlers Hundertwasser auf. Ein Badeerlebnis der ganz besonderen Art. Über die schwebende Glastreppe im Herzen des Atriums gelangen wir nun in das zweite Obergeschoss. Hier befinden sich weitere 3 Zimmer und 2 Galerien auf 125 Quadratmetern. Die Handschrift des Architekten ist an den asymmetrischen Elementen besonders gut zu erkennen. Im zweiten Obergeschoss finden Sie zudem eine Dachterrasse, die an 3 Seiten des Hauses verläuft. Von hier aus haben Sie einen unverbaubaren Weitblick über Wiesbaden bis hin nach Mainz. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns und genießen Sie das ganz besondere Ambiente dieser außergewöhnlichen Immobilie am Fuße des Nerobergs.